Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Mittwoch, ich habe mich gerade ein bisschen frisch gemacht für ein Dinner-Date mit Freundinnen. Eigentlich wollten wir ins Kino gehen, aber dann gab es leider nur noch ganz, ganz schlechte Plätze. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg und wir treffen uns nur zum Essen und gehen ein bisschen bummeln. Ja, und läuten den Feierabend ein. Ihr Lieben, ich bin zurück und ich dachte, ich mache einen kleinen Mini-Shopping-Haul. Sehr unüblich für mich. Ich habe ein paar Sachen gekauft, die ich gebraucht habe. Und zwar Socken, Glitzersocken, bei Arket. Einmal rot und einmal gold. Einfach, weil tatsächlich sehr viele von meinen Socken ganz schön durch sind. Und ich liebe die Glitzersocken. Und ich habe mir zwei Scrunchies gekauft. Ja, wollte ich auch schon länger haben. Und Accessoires und Sockenunterwäsche sind somit die einzigen klamottenähnlichen Dinge, die ich mir erlaube, neu zu kaufen, weil ich mache ja diese Secondhand Shopping Challenge und kaufe dieses Jahr eigentlich nur Secondhand, außer eben diese Dinge. Da war der Akku auch schon leer. Ich glaube, ich war gerade dabei, euch meine Socken zu zeigen und meine Scrunchies. Ich habe einmal so ein Waldgrün und so ein Puder/Beige-Creme. Und irgendwie mir tun immer so diese dünnen kleinen Haargummis weh und meine Haare sind doch recht schwer wegen der Länge. Und sowas zieht einfach immer, ihr seht das ja auch, das zieht komplett so diesen Zopf runter und es tut einfach weh im Kopf. Und ich dachte, vielleicht schaffe ich es mit so einem Scrunchie irgendwie, mir einen besseren Dutt oder sowas zu machen. Keine Ahnung, vielleicht ist das eine blöde Theorie. Und dann wollte ich eigentlich mir neue Pflanzenpots kaufen, also so Übertöpfe. Denn ich habe leider einiges kaputt gemacht in letzter Zeit, beziehungsweise mir ist eine heute kaputt gegangen und ein paar Pflanzen sind zu groß geworden. Das Ende vom Lied, ich habe keinen einzigen Pflanzenübertopf gefunden, weil mir keiner gefallen hat. Aber ich dachte dann, weil ich so eine Inspiration hatte auf einmal für so ein Styling für unseren Tisch. In letzter Zeit gefällt mir der als Arbeitsplatz einfach nicht und ich habe ja keinen anderen Arbeitsplatz mehr hier in der Wohnung. Und deswegen dachte ich, vielleicht investiere ich mal ein bisschen was und versuche diesen Tisch schön zu machen, um mir da wieder einen schöneren Arbeitsplatz zu schaffen. Und da habe ich einmal diese wunderschöne Vase hier. Die hat auch eher so einen Creme-Taub-Einschlag. Die sieht gerade in der Kamera nicht so taub aus, wie sie eigentlich ist. Und ja, die hätte ich als Übertopf mega geil gefunden. Gab es größentechnisch aber leider nicht. Und was ich schon immer haben wollte, auch so für Food Styling und Co., ist so eine Leinen-Tischdecke. Und ja, das habe ich jetzt endlich mal geholt. Ich muss mal schauen, ob das von der Hochgröße her überhaupt richtig passt. Das ist so ein Grau-Blau. Die Farben kommen gerade überhaupt nicht so rüber, wie es eigentlich sein soll. Aber ich werde es euch dann mal zeigen, wie es aussieht. Und finde ich wunderschön. Und dann dachte ich, nehme ich dieses Holzbrett hier und packe das auf den Tisch, dann hier so die Vase drauf. Und dann habe ich halt diese Pflanze gekauft, die habt ihr schon gesehen. Diese, ich weiß gerade leider nicht, wie man sie nennt, aber bestimmt weiß es jemand und kommentiert es auf jeden Fall unten gerne in die Kommentare rein. Diese Böbelchen, die man dann auch gut trocknen kann, diese gelben. Und ich habe ja auch diese Bobbelkissen und ich dachte, das passt so vom Thema her ganz gut. Und diese Pflanze ist ja auch gelb. Und dann dachte ich, mache ich so dieses Bobbel-Pflanzenthema. Bobbel-gelbes Pflanzenthema so rum. Ja, und pack das da so rein. Und mal gucken, vielleicht mache ich das jetzt noch schnell. Mal schauen, wie viel ich davon filmen werde. Wahrscheinlich nicht so super viel, weil ich nicht mehr so viel Akku habe und weil bei dem Licht auch alles nicht so schön aussieht. Aber ich zeige es euch sonst auf jeden Fall morgen bei Tageslicht. Thank you.
Die Zeit vergeht viel zu schnell. Ich muss mich jetzt beeilen und dann ganz schnell los. Und ich muss sagen, ich fühle meine Frisur gerade nicht so sehr. Aber kann man nichts dran ändern. Und in der Bude herrscht absolutes Chaos. Das ist ein bisschen schlimm, aber auch daran kann ich nichts ändern. Und jetzt packe ich alles ganz, ganz schnell ein. Noch ein Hustenbonbon. Dann geht es los ins Theater. Und wir schauen uns ein Ballett allerdings an, in einem Theater. Und zwar eine Inszenierung von Giselle. Sonntag ziemlich früh. Warte auf Philipp, der ist gerade noch mit Jimmy um die Ecke und dann gehen wir in den Spa. Deswegen sehe ich auch noch so total, zerdellt aus. Aber gut, vorher irgendwas zu machen lohnt sich ja nicht. Ich habe gerade 2 Kaffees to go gemacht und wir müssten eigentlich jetzt los. Deswegen weiß ich auch nicht, wo er bleibt, aber ja. Ich hoffe, er kommt jetzt gleich und dann gehen wir zum Spa. Dann wahrscheinlich noch ein bisschen was Mittagessen. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Er muss kurz ins Büro leider. Und ich werde mich dann so ein bisschen dem Haushalt widmen. Ich habe gestern schon meine Winter- und Sommersachen ausgeswitcht. Ich habe das nicht gefilmt, weil ich habe dazu ein Video, wo ich es genau andersrum gemacht habe. Und das ist gefühlt erst vor ein paar Wochen online gegangen. Ich verlinke euch das nochmal unten in der Infobox. Es gab einfach nichts Neues zu sehen, wirklich nicht. Und da könnt ihr sehen, wie ich das so mache, was ich dafür benutze und so weiter. Ich arbeite dafür mit so Vakuumsäcken. Ja, und ich glaube, jetzt kommt dann, es geht los. Hallo ihr Lieben, es ist schon etwas später. Meine Haare sehen lustig aus. Ich habe sie nur geföhnt nach dem Spa, nicht gewaschen. Ich werde jetzt Blumen umtopfen. Es ist hier sehr gemütlich, die Waschmaschine läuft. Ich habe ein bisschen was schon aussortiert und jetzt geht's ans Umtopfen. Ich habe nämlich den Fehler gemacht und meine Blumen zu viel gegossen und jetzt habe ich ein bisschen Schimmel und das sollte ich jetzt auf jeden Fall beheben. Ich schulde euch noch einmal den Blick auf den Esstisch bei Tageslicht. Man kann es gerade eigentlich gar nicht so gut sehen. Der Stuhl hier sollte ein bisschen so. Also es hängt recht schön weit runter, das finde ich irgendwie ganz hübsch. Das ist übrigens eine Bettdecke. Und das Einzige, was ich gerade mache, ich trockne gerade diese Blumen, weil die waren eben noch lebendig und deswegen habe ich sie aus der Vase rausgenommen und so zusammengebunden, damit sie besonders schön steif gerade trocknen. Sie haben hier zwar so ein bisschen so einen Bogen, nur als ich sie in der Vase drin hatte, sind sie so ein bisschen durchgehangen, aber ich kann es mal so grob antäuschen für euch. Well. Eben nicht so. Ich muss dann ein bisschen Füllmaterial in die Vase reinmachen. Aber ja, das ist so der grobe Look. Und was ich noch gekauft hatte, ich glaube, ich hatte es euch schon gezeigt in einem anderen Teil des Videos, bin mir nicht mehr ganz sicher. Dieses kleine Platzdeckchen von Anthropologie. Aber ich glaube, wie gesagt,
dass ich das eventuell zurückgeben werde und gegen was anderes eintauschen werde, da das ja leider nur eins war und mir für zwei eigentlich ein bisschen zu teuer war. Dann habe ich ja all meine Pflanzen umgetopft und denen geht's echt gut. Schaut euch das mal an. Der war so richtig traurig und hing so richtig schlapp rum. Und jetzt geht's ihm super. Ich habe hier dieses Regal umgeräumt noch gestern. Und auch das wollte ich euch kurz zeigen. Das gefällt mir so viel besser. Gerade ist es zwar hier unten noch ziemlich messy, aber das hier ist doch jetzt schon mal echt viel, 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 viel schöner, oder? Ja, und das war es dann auch mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin selber gespannt, das heute alles zu schneiden, denn ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich alles gefilmt habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.